Hallo, hallo, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Thanks for joining me today. Today we have another German video. I'm gonna get to the German in a sec. I just wanted to say thank you so much for all of the support on the last German video. It was like, you guys loved that video and I was so surprised at how many people are learning German and people were like interacting in the comments and talking about their experiences, and it was really cool. And yeah, so today I thought I would bring you another video. Let's get right into the German. Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut. Ich freue mich riesig, heute wieder ein deutsches Video für euch zu drehen. Genau, das Wetter ist schön, blauer Himmel in Berlin im Februar. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Heute verbringen wir den Tag mit einer meiner ersten Berlin-Freunde, eine echte Berlinerin, die unglaublich coole Lotta. Okay, fertig gepackt. Ich habe nur noch 2 Minuten. Rucksack. Let's go. Hi Freunde, ich bin gerade in Mitte. Ich bin auf dem Weg. Falls ihr Berlin-Mitte nicht kennt, das ist so, wo alle Läden sind. Und ja, es ist so warm und oh Gott, it's spring. Hi! Ich war die Sonne! Das ist so schön! Die Sonne ist da! Ich freue mich! Action! Kristen Stewart frühstückt heute mit uns. Und jetzt kommt meine Bestellung. Okay. Ich bin eins von den Kellnern, die sich alles merken kann. Du musst so das über den Arm machen. Gerne noch ein Schoko weg. Schoko was? Weg heißt es. Weg. Steht da. Schoko drin. Kommt sofort. Okay, danke. Ich hätte gerne einen Chai Latte mit Hafermilch. Ein Schoko weg. Genau, zu hier. Und eine Schokoschmelze. Was haben wir? Hab ich eine Gabel bekommen. Hä, war ganz neueste. Also ich glaube, das kennen nur Menschen aus Deutschland oder nur Berliner. Aber Schokowuppi heißt das. Das ist so wie das. Also das ist so ein Schokobrötchen. Lecker. Lecker. Okay, ich lese euch jetzt die Morgenzeitung vor. Es gehört zu den unausrottbarsten Unterstellungen der Musikgeschichte, dass Yoko Ono. Ich habe sogar mal einen Vorlesewettbewerb gewonnen. Okay. Aber jetzt kann ich es nicht mehr so gut. Dass Yoko Ono die Beatles auf dem Gewissen hätte. Dabei waren die zentrifugalen Kräfte in der bekanntesten Popband der Welt am Ende der 60er auch ohne den fraglos nicht zur Harmonie beitragenden Einfluss der japanischstämmigen US-Künstlerin groß genug, um den endgültigen Bruch herbeizuführen. Alter, längster Satz ever. Und dann bin ich da so ein paar Tage, also mit. So, I'm a pretty busy girl at the moment, you know, I got a lot going on, running around the city, making videos, but I still want to keep up with my language studies. Which is why I love using language learning apps and platforms. I just want to get in my 10 to 15 minutes every day and just kind of rest assured that it's going to compound over time. And hopefully I'm going to be able to speak the language soon. I'm really excited to be partnering with Boozoo today. Thank you to them for sponsoring this video. Let me tell you a bit more about them. Boozoo is a language learning platform. They've got over 120 million users, which I think speaks to how great they are. And you can learn up to 14 languages with them. Basically, Boozoo breaks down learning into small and achievable lessons. I really like their lessons because I find them very like intentional. I can see myself using like these sentences and the materials. It's also really visual. Like they've got a lot of photos and like emojis, you know.
I love that as a visual girly myself. Like most apps, Boozoo also has a premium plan, which just allows you to access more features. My favorite ones are the personalized study plan. So you can choose the level you want to get to. You can set like the days of the week you want to learn, the time you want to learn. You get reminders, and it also tells you what date you're gonna achieve your goal. So I don't know, I think it's really cool. I find it really motivating personally. And then you also get access to the offline mode, so you can basically just download the lessons and use them, you know, on the go. I really like using it like on the bus and the train. Definitely check them out. I also have a link down below, and you can use it to unlock all premium features for 7 days. So, you know, take advantage of that. Was wir heute noch machen wollen, ist den ganzen Tag über so Haikus schreiben. Also ich glaube, das sind japanische Gedichte und die sind nur aus 3 Zeilen. Und zwar die erste Zeile ist 5 Silben, ja, die zweite Zeile ist 7 Silben und die dritte ist wieder 5 Silben. Wir lassen uns jetzt inspirieren und packen das ins Papier. Okay. Die Sonne mag uns. Sie scheint auf Yoko Ono. Und wir verträumen. I love it. Schoko in der Sonne. Das ist Sonne, aber abgekürzt. Schoko in der Sonne. Aus uns entsteht etwas Neues. Oh. Jetzt ist unendlich. Oh mein Gott, das ist so schön. Ich liebe die beiden. Auch so sich gegenseitig so Poesie vorlesen. Voll schön. Hallo. Hallo. Ich bin so verwirrt. Wo sind wir alle? Hallo. Wir gehen jetzt schaukeln. Kurze Story. In diesem Café haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Vor 3 Jahren. Es war das Jahr 2020. Wirklich? Oder 19? Es ist ein legendärer Ort. Legendär. Der Anfang etwas von etwas Großem. Ja, groß. Alles so schlecht. Das finde ich cool. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Mauerpark und dann zeigen wir euch richtig coole Schaukeln. Let's go! Oh mein Gott! I'm Jonas. I'm a filmmaker. I'm here for Berlin Film Festival. Oh, that's so cool! Because I used to talk to people, that's how I make film. Is that okay that your face is on the camera? Yeah, sure. Yeah, it's fine. I'm also filming a video. Do you also want to be in my video? Yeah. I'm in your video! Yes! Say hi! Ich habe Ney eine kleine Überraschung mitgebracht. Die zeige ich jetzt. Seifenblasen. Geht leider nur von dir weg. Yay! Oh nee. Following the Seifenblasen. Thank you very much. It's still rolling. Okay, was ist gerade passiert? Also wir waren gerade schaukeln und wir haben schon davor so gesehen, dass da so Leute auch was gedreht haben. Und dann sind die zu uns gekommen und waren so, dass sie was für die Berlinale drehen.
und ob es okay ist, dass wir da mit drin sind. Und dann hat die eine einfach Nays Kamera genommen und hat uns gefilmt und wir haben Seifenblasen gemacht. Und es war irgendwie so cool und surreal und witzig. Und ja, total. Das war lustig. Schöner Tag, das ist so wie der erste Frühlingstag, aber es ist im Februar und das macht mich so glücklich. Das ist wirklich der erste Frühlingstag. Ja. Der Himmel ist so blau und es ist den ganzen Tag Sonne und ich finde es so krass. Ich finde es so krass, wie viel das ausmacht, wenn die Sonne scheint. Mir geht es so gleich tausendmal besser. Life's good. Life's a movie, guys. Sieht so lustig aus. Hallo ihr Lieben, wir sind Pappe satt. Pappe satt, kann man das sagen? Also wir haben sehr, sehr, sehr lecker gespeist. Mein Bauch ist ganz voll. Und wir gehen jetzt in den Mauerpark, die letzte Schaukel des Tages schaukeln. Genau. Let's go. Habt ihr schon mal nachgedacht, wohin die Wolken gehen, wenn sie nicht mehr am Himmel sind? So was will ich erzählen. Das mag ich. Das war der Tag, Leute. Willst du noch was zum Abschluss sagen? Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Tat irgendwie richtig gut, einfach so. Also eigentlich hatten wir ja einen Plan, aber dann haben wir einfach so in dem Moment gemacht, worauf wir Lust hatten. Und das war richtig schön. Und wir haben richtig viel so Inner Child Sachen gemacht. Ja. Inneres Kind. Ja. Oh, mein Lieblingsmoment war, als wir auf diesen blauen Wellen gingen. Oh mein Gott, ja. Das war so schön. Also für mich alle Schaukelmomente. Ja, stimmt, das ist ein bisschen so ein Thema heute. Ich liebe Schaukeln. So ein Freiheitsgefühl, finde ich. Unglaublich. Das ist so das nächste. Wie man rankommen kann an das Gefühl von Fliegen, so finde ich. Mega. Thank you for having me. Thank you for being in this video. Ich hab's geliebt. Thank you for watching. Danke fürs Schauen. Tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Bye. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Oh mein Gott. It's a wrap. It's a wrap. Thank you, everyone. Thank you, the whole team.